Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Staats- und Regierungschefs der EU sind in Brüssel zusammengekommen, um über eine Verlängerung der Austrittsfrist für Großbritannien zu beraten. Die britische Premierministerin May hat ihren Brexit-Plan im Parlament in London in mehreren Anläufen nicht durchbringen können und musste erneut um Aufschub bitten. Ursprünglich wollte Großbritannien am 29. März aus der Europäischen Union austreten. Wir müssen bitte weitermachen mit Position 7 Kritik Bundesrechnungshof. Ich höre gerade, wir machen weiter mit der Position 7. Der Beitrag liegt wohl noch nicht vor. Ich bitte um Entschuldigung. Der Bundesrechnungshof wirft der Bundeswehr in einem Prüfbericht Verschwendung vor. So sei zum Beispiel für 4 Milliarden schwere Fregatten zu wenig Personal ausgebildet worden, sodass die Schiffe mindestens 10 Jahre nicht voll genutzt werden könnten. Zudem dauere die Modernisierung von Marineflugzeugen zu lange und koste hunderte Millionen Euro zusätzlich. Kritisiert wurde auch die Kostenexplosion bei der Renovierung des Segelschulschiffs Gorch-Fock. In Israel steht Premierminister Netanyahu vor einer weiteren seiner fünften Amtszeit. Und jetzt noch mal zurück zum Brexit, zum Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU. Jetzt der angekündigte Beitrag.